Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zu einer neuen Folge vom FIFA 18 The Journey Modus. Wir wollen heute weitermachen, mal gucken, was uns hier alles so erwartet. 30. September ist es gerade. Nächstes Spiel sollte eigentlich gleich kommen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Daumen nach oben, das wäre richtig cool. Wäre mega nice, wenn wir 300, vielleicht sogar 400 Likes knacken würden. Wäre sehr, sehr schön. Und ja, auf jeden Fall immer vielen Dank für euren Support, den ihr hier mal reinhaut. Sehr, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr dabei seid, es euch gefällt und ihr natürlich auch, gerne den Support auch da lasst. So, das nächste Spiel steht an gegen Toronto. Boah, ich bin gespannt, wie wir uns hier schlagen. Wir sind der Stärkste eigentlich in der Mannschaft, sehe ich gerade. Sehr krass, sehr, sehr, sehr krass. Fußball und mit mir kommentiert heute Frank Buschmann. Danke Wolf, ich freue mich riesig auf diese Partie und die Fans, da bin ich mir sicher, auch. Es geht heute um die Partie Los Angeles Galaxy gegen den FC Toronto. Okay, Sporting KC ist auf dem ersten Platz, dann Whitecaps auf dem zweiten und weiter konnte ich gar nicht lesen. Das muss man sich natürlich nochmal angucken. So, wir machen auf jeden Fall. Knapp 27.000 Zuschauer passen hier rein in das StubHub Center. Ja, und wenn die LA wir machen auf jeden Fall heute ein gutes Spiel, hoffe ich. Ist es eigentlich immer voll, ist absolut eins der schönsten Stadien der MLS. Man merkt einfach, dass dieses Stadion speziell für Fußballspiele entworfen wurde. Ach, das ist ja schön. Zades. Der Ball. Jetzt schießt er. Kann man mal probieren. Sehr schöner Schuss. Schlechter Versuch. Der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Sehr gute Gelegenheit eigentlich. Ja, mehr konnte ich doch gar nicht draus machen. Die Flanke war richtig gut. Leider nee, war die Ballabnahme nicht. 0:0 Toronto. Werden. Kann ich noch nicht einschätzen, wie gut die sind. Halt die Position. Ja, ich drück. Josie Altidor. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Geht ja, richtig gut los, ja. Ich drück schon die ganze Zeit L1, aber er bewegt sich halt nicht. Der Abschluss hier natürlich. Und dafür kriege ich halt nochmal eine schlechte Bewertung. Bitter. Ja, hinten kann ich halt nicht viel machen. Es also kommt halt immer darauf an, was die Mannschaft und Hunter da so zurecht spielt. Also mit den Zades zusammen spielen, das klappt heute einfach überhaupt nicht. Genau wie im letzten Spiel. Da irgendwie will er die Bälle immer ganz komisch spielen. Ich weiß nicht wieso. Er versucht immer so ganz komische hohe Bälle zu spielen. Alessandrini. Er ist frei, da kann was draus werden. Hunter. Yes! Da ist das Ding. 1-1, der Ausgleich. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr. Da tanzen sie ein bisschen zusammen. Sehr schön. Ich habe die Frisur geändert, weil viele geschrieben haben, die finden sie nicht so cool. Ich fand die irgendwie ganz witzig. Ich fand die ganz witzig. Hab dann nochmal das Tattoo am linken Arm geändert. Ach, sehr gut. Hat er reingemacht. So, am rechten Arm das Tattoo. Im linken habe ich es aber auch geändert. Genau wie rechter Nacken, glaube ich. Oder rechter Hals. Sehr schön. Da sind wir wieder am Start. Super, komm mal weiter. Jawohl. Zades. Dos Santos. Jetzt vielleicht. Oh, gut. Wollte ihn eigentlich aufs lange Eck noch ziehen. Hat nicht ganz geklappt. So, hier vielleicht. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ja, halt die Position. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das war meiner. Ach, das ärgert mich. Das war meiner. Die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Da hätte ich durchkommen müssen und dann Abschluss. Ich habe 2 Schüsse aufs Tor abgegeben, eine von reingemacht, da muss noch ein bisschen mehr kommen, dann schaffen wir aber auch hier den Sieg. Toronto, ja, hat am Anfang gut Druck gemacht, hinten die Jungs überrascht. Ich bin gespannt, wie das Match hier ausgehen wird. Sehr gut. Dos Santos. Jawohl. Und Hunter. Kein Abseits, jetzt schieb! Es doch! Es geht manchmal um Zehntel Sekunden. Oh. Hier war zu früh dran. Und hat er aber gut gemacht. Im Abseits. Oh nee, zu lang gebraucht. Gut geklärt, sehr gut geklärt. Der Ball ist Jones mit nach hinten rein? Zades raus, okay. Wechsel bei LA. Jetzt Giovinco. Giovanni Dos Santos kommt rein. Ballverlust.
Giovanni jetzt. Das könnte so gefährlich come werden. On. Spielt er den Ball in den Strafraum. Und jetzt die Chance. Jetzt Hunter. Der Führungstreffer in dieser Partie. Da sind wir. Da ist das Ding. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Wir haben nochmal Glück gehabt, dass die Grätsche ein bisschen uns verfehlt hat. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Ja, das auf jeden Fall. Da, oh. Dafür habe ich versucht, noch rechtzeitig irgendwie auszuweichen. Das hat nicht richtig geklappt. So, wäre schöner gerne da genau am Ausweichen schauen, gewesen. Hätte auch abspielen können. Ja. Abspielen oder so. Jones raus, okay. Jetzt steht's hier. Aber das Spiel gedreht. Zweimal habe ich getroffen. Da bin ich so ein bisschen der Held, hoffe ich. Und mit den Taglings, das muss ich auf jeden Fall noch üben. Das ist nicht meins. Also so als Bonuspunkt für, ne? Oh, du. Weg ist der Ball. Nase, ey. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Er war doch durch. Wieso schießt er den weg? Oh nein. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Und jetzt die Chance. Ey, wenn er jetzt noch reingegangen wäre, dann wäre ich durchgedreht. Ja, so langsam war doch mal die Zeit rum. Deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Eieiei. Wir haben geführt und wir haben es wieder gedreht. Das ist doch mal in Ordnung. Völlig in Ordnung. Okay, also, als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen, du musst auch Ballbesitz in Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Jo. Neben mir steht jetzt Alex Hunter von den LA Galaxy. Alex, Ihre Tore waren heute entscheidend. Was ist Ihr Kommentar zu Ihrer überragenden Leistung? Ach, überragend. Ich konnte treffen, wie ich wollte. Es ist toll. Jetzt müssen wir mal fitzköpfig gehen. Wirklich, alles, was ich heute gemacht habe, hat gepasst. Manchmal läuft es einfach. Ich war heute unbesiegbar, hab alles getroffen. Die Verteidiger haben schon Albträume vor mir. Nächtelang. Danke, Alex. Oh, Wahnsinn. Ja, mehr Fans. So wollen wir das sehen. Ja, ich dachte mir, cool, haben wir ja schon. Jetzt müssen wir mal ein bisschen weitermachen. Transferwert über 15 Millionen, Einnahmen 1,3 Millionen. Aber Startelf ist ein bisschen runtergegangen, weil ja ich eine hitzköpfige Antwort gegeben habe. Oh, knapp. Oh, weil ich cool bin, kriege ich weniger Follower dazu. Das ist ja interessant. Na gut. Und wir haben eine 79. Oh, und 3 neue Skillpunkte. Sehr, sehr schön. Ich habe mir leider den Flair nicht geholt. Okay. Schade. Stärke gibt es hier und Kopfballgenauigkeit. Das wären 3 Punkte. Abseitsfalle über Listen. Schusskraft, lange Schüsse. Das sind beides auch Sachen, die man gerne hätte. Übersicht. Ja, raffinierte Pässe. Spielmacher. Ich denke mal, wir gehen dann einmal auf Stärke. Und gehen auf Schusskraft. Warum nicht? Okay, dann mal weiter. Oh, es kommt eine Sequenz. Und? Du hast den Deal. Ich kann's nicht glauben. Die Dreharbeiten sind nächste Woche. Michael hat es wirklich geschafft. Ja, hoffentlich stimmt's auch. Freut mich wirklich. Man will immer, dass es die Kinder besser haben als man selbst. Okay, ich würde gern mit dir über was Wichtiges reden. Oh, ich schon wieder. Nicht hinsehen. Aber ist das nicht das Mädchen aus der Kabine? Kim, was willst du hier? Weiß er Bescheid? Kim? Gab wohl nie die richtige Gelegenheit. Ich wollte dich schon lange treffen. Ich konnte es nicht glauben, als Dad sagte, dass du herziehst. Dad? Was? Du hast es ihm nicht gesagt? Alex. Warte, das ist meine Schwester. Alex, ich wollte warten, bis du dich eingelebt hast. Du musst dich auf den Fußball konzentrieren. Soll das ein dummer Witz sein, Mann? Genau das frage ich mich auch. Du hast es ihm ernsthaft noch nicht gesagt? Ich. Das ist alles zu viel. Ich fass es nicht. Alex. Ich brauche einen Moment. Okay, da ist es jetzt raus. Das, was wir im Trailer gesehen haben, ist also nicht seine Freundin, sondern seine Schwester. Ich würde sagen, wir machen so ein bisschen irgendwas, was uns Sprintgeschwindigkeit gibt. Los jetzt.
Mhm. Beweglichkeit, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ich drücke mal das Falsche die ganze Zeit, oder was? Zack, einmal Spiel. So. Und die simuliere ich dann einfach, weil es sind Gold-Dinger, da werde ich eh halt auch keine gute Note unbedingt machen. C und D. Naja. Danke für euren Einsatz. Jetzt das geht's heim und gönnt euch ein Ah ja, egal. Egal. Oh. Alles klar, Mann? Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Meine Karriere hat oberste Priorität. Vielen Dank dafür. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, alright? Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps. Genau, das sind die auf dem zweiten. Den ersten Platz, den holen wir auf keinen Fall mehr. Egal, was wir da machen. Aber es reicht ja wohl, wenn wir uns vom sechsten oder vom siebten Platz fernhalten. Da haben wir 7 Punkte Vorsprung. Sollte also eigentlich kein Problem sein. Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und heute kommentieren wir ein Ligaspiel für Sie. Im heutigen Spiel geht es für die Vancouver Whitecaps gegen LA Galaxy. Ja, da bin ich gespannt. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, das Trikot. Also würde ich auch anziehen. Finde ich nicht schlecht. Gefällt mir. Heute dann gegen den zweiten Platz, wenn ich das nicht wieder richtig vergessen habe. Heute die Playoffs erreichen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber zuletzt stimmte die Form und auch heute wird natürlich wieder viel Ach von was. Alex Hunter abhängen. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer enorm tief pushy, auch heute wieder. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was mit den Playoffs jetzt da ist. Und seither gab es ja einige Renovierungsarbeiten. 2009 war das. Ah, shit. Ist schon ein klasse Stadion, das die Whitecaps hier haben. Und jetzt der Schuss. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das war ein Finesse-Schuss. Gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Und er schießt ihn so hart in die Wolken. Guter Und jetzt Pass. Kommt da der richtig starke Konter. Das ist gefährlich. Und da ist ja keiner. Er versucht. Was macht die Verteidigung? Das Tor. Und wenn der was macht die da? Haben sie das Ding erstmal im Griff, aber so weiter. Ist es irgendwie Gruppenkuscheln oder was? Wo wollen die denn hinlaufen alle zusammen? Sehr gut! Jetzt vielleicht. Ja! Sehr schön gemacht! Super! Was ist das für ein Jubel hier? Das war ein ordentlicher Abschluss. Trifft den Ball voll und dann wird es natürlich. Sehr gut! Unser Nummer 7. Sehr schön gemacht. Alessandrini. Come on, gebt alles, Jungs. Ich habe hier 2-3 Chancen irgendwie richtig schlecht gespielt. Alex Hunter. Okay. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse okay. Zuspiel. Okay. Da passt der Klasse auf. Oh, was hat er denn probiert? Ecke, okay. Gut, gut. Der Ball wurde in Ordnung. Gefrustet. Da probieren sie nochmal hier wieder ein bisschen Platz zu haben. Alex Hunter. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Bisschen Platz und dann schieße ich da schon wieder in die Wolken. Alessandrini. Oh. Da wird er sauber wohl gelegt. Da holt er den Ball zurück. Sehr schön. Jetzt einmal schön die Seite gewechselt. Und dann schicken wir mal da. Er passt ihn auf den Flügel. Sehr guter Einsatz. Aber was ist das denn für ein Einsatz da gerade? Schade, hätte er wenigstens versuchen sollen, den abzuschießen. Oh je, oh je, oh je. Flügel, Flanke, weg damit. Ball ist weg, aber geht da noch was? Gut geklärt. Erstmal bereinigt nach dieser Reingabe.
Wir liegen vorne, das ist schon mal ein gutes Omen, so. Alessandrini. Okay. Zur Pause sieht man hier nur zufriedene Gesichter bei den Galaxy. Bei mir nicht, also ich bin nicht zufrieden. Da war wirklich nicht alles gut. 1-4 Schüsse. Zweite Hälfte. Wir Go. Steigen ein in den zweiten Durchgang hier im BC Play. Möchte jetzt einfach das Ding halten. Treffer noch machen am besten. Ashley Cole. Und dann mal schauen, dass wir hier rausholen können. Steht zum Glück an der Strafraum- das oder Abseitsgrenze. Alessandrini. Jawohl. Jones. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie. Zades, schönes Dribbling. Ich durchkreuze dann. Ich mache halt einfach nur Schrott gerade. Die Dieses Spiel ist überhaupt nicht meins. Letztes Spiel richtig gut gespielt. Jetzt behindere ich unsere Mitspieler. Das ist einfach nur beknackt, was ich da spiele. Oh. Okay. Dos Santos. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ganz energisch. Ja, ich wusste halt auch nicht, wo ich hin soll. Jetzt hat er den Ball. Komplett alleine. Unten habe ich noch einen gesehen, aber mach schon wieder nur Scheiße. Das ist doch Mist. Geile Sache. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Jawoll! Tolle Vorlage. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das so wollte ich das. Sehr schön. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Zack, ich dachte, oh nein, er kommt nicht mehr, der Pass. Er kommt nicht mehr. Weil er einfach so lange gebraucht hat. Super. Zades raus. Hat seine Aufgabe erfüllt. Alessandrini und Zades beide heute getroffen. Jetzt führt noch ein Alex Hunter. Hunter. Macht er ihn. Und der Ball geht nicht rein. Ach, und ich dachte, das Ding geht rein, ey. Was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Jetzt nochmal irgendwie eine Chance für mich herausholen, bitte. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und jetzt die Chance. Hunter! Ja! Da ist er! Sie haben so da ist er! Freude. Kein Wunder, dass sie hier noch ein Tor gemacht haben. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt Danke. Den Ball mit und seiner Griffkraft. Wie Buschi gerne sagt. Da er profitiert davon seiner Griffkraft. Falls ihr Ninja Warrior mal gesehen habt. Das war's für heute. Die Galaxy stehen in den Playoffs. Ja. Und wer hätte das gedacht vor einigen Spieltagen? Da sah alles nach einer verkorksten Saison aus. Und dann kam Alex Hunter. Eine einseitige Partie heute. Fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Ja, starkes Spiel. 0-3 geht es am Ende aus. Alessandrini, Zades und Hunter mit den Toren. Unsere Bewertung sollte recht gut sein. Alex, Sie waren heute wirklich beeindruckend und haben dazu noch eine Führungsrolle übernommen. Playoffs aus durfte ich einfach nicht zulassen. Darf sich nicht nur für den Besten halten, man muss es auch beweisen. Es reicht nicht, sich nur für den Besten zu halten. Man muss es auf dem Rasen zeigen. Das ist das Wichtigste auf dem Feld. Und das habe ich heute getan. Das haben wir alle getan. Ihr Beitrag am Erreichten war natürlich zweifelsohne enorm. Nochmal Glückwunsch und viel Erfolg in den Playoffs. Danke. Sehr gut, das hätten wir schon mal geschafft. Auf dem Weg zu 80. Huhu. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Ich bedanke mich bei euch, ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf jeden Fall lasst die Daumen nach oben raus, das wäre sehr, sehr, sehr cool. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir nochmal ganz kurz die Social-Media-Sachen durch und ob ich irgendwelche coolen neuen Sachen habe. Wir sind aktuell auf dem Platz 4, sind 8 Punkte hinter dem Drittplatzierten. Also da, ja, da kommen wir nicht mehr so hin. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Däumchen, das wäre ein Träumchen. Und bis dann, ciao!